Wenn mal bitte dahin stellen könntest. Hatte ich halt den Platz frei. Ich hab ihn dir zugeworfen. Ah ja, ich hab ihn. Okay. Ich mach dann wieder Platz. Okay. Nevermind. Schon wieder hat er Idle drauf. Nein, er funktioniert. Oder? Sollte. Ja. Ja, er arbeitet. Dann tust du Ja. es, dann tun wir bitte jetzt hier. Ja, warte, warte. Ich weiß, ich habe es ins AE getan. Du bist ein Profi. Ja, ich habe ja gerade noch den Magnetmodus an und mein Inventar ist leer, also sollte es gerade noch funktionieren. Ey, ich habe gerade einen Mobcoin bekommen. Goddammit! Ich hasse Und es hasst dich. So, jetzt haben wir einen ganzen Tag voll Mopessenz. So. Oh, Miniaturmetall, meins. Ja, das habe ich gefunden. Ich mach mir dann mal ein neues Leben. Ich habe zwei weitere, ne? Ja, damit. Ja, und mein Leben? Ja, ich mach dir auch. Wie Ah, viele na dann. Herzen hast du? Dachte ich schon. Christian. Wie viele Herzen hast du gerade offiziell? Speziell habe ich, warte. Gott, ey, Minecraft leckt bei mir gerade so. Vier Stück. Du hast vier Retardkanister. Ja. Das ist doof, ich auch. Haben wir nicht noch ein gelbes? Ja, aber so, das zu verarbeiten. Weil. Yellow Heart. Dafür brauchen wir einen Red Heart Kanister und einen OP Goldapfel. Aber wo ist das Problem? Das ist mir dann doch nicht so wirklich wert. Wieder leben. Willst du eins mehr haben? Wo bist du? Bin hier unten gerade noch bei der Mob-Farm. Eins. Eins krieg ich. Oh, komm hier, so eins mehr. Juhu, 30 Leben. Mir ist gerade zugeworfen. Ja. GG, ich habe keins bekommen. Was? Ich habe dir zwei zugeworfen. Ich hab nur eins bekommen. Okay, das ist echt GG. Ja, vielleicht bin ich irgendwann noch mal. Weihnachten. Brauche ich da hinten nicht noch auch noch einen Pneumatik, damit ich das drehen kann? Kann sein, ich mach. Aber jetzt mal gerade mein Schwert gemastert und noch einen Modifier bekommen. Ah, okay. Hier stand doch noch ein. Eine Toolstation rum, oder? Ja. Wo ist er die hingetan? Der ist im ME. Okay. Hier er denn jetzt wieder? Ja, er funktioniert. Dann mache ich mir nochmal ein bisschen stärkeres Schwert. Nur so ganz klein wenig. Also,
Mobgrinders sollten echt ein schneller werden. Ach, man kann sich jetzt Wir auch. haben hier eine Spinnenparty, das ist unglaublich. Man Was kann ist sich. eigentlich mit dem anderen? Warum funktioniert der nicht? Ja, der hat gerade Pause. Er hat auch so einen scheiß Idle-Zustand. Toolforge tue ich jetzt wieder ins AE. Christian. Mein Cleaver macht mittlerweile 16 Attack, hat 16 Attack Damage. Respekt. Ich glaube, ich mache dich Two-Hit, ne? Weißt du eigentlich auch, was hier von Tinkerns uns sagt? Gibt es dann mal hier Papierwerkzeug? Weißt du, was diese Papierteile machen? Was? Die geben dir noch einen Modifier. Doch. Erstmal Papierteile. Du könntest quasi offiziell mit einem kompletten Papierwerkzeug, glaube ich, auf 8 Modifier am Anfang kommen oder so. Yellarium. Okay. Es läuft alles. Yes. Nur noch. Was passiert, wenn man Uran nochmal reintun? Ach, man bekommt einen Uran Nuggets raus, okay. Weißt du, jetzt muss ich nur noch diesen Autospawner da oben reinkriegen. Da läuft. Ja, habe ich mir gerade gedacht, als ich fertig war, ne? Ich packe dann gleich mal das Phalerit in den Elektrolyse. So. Alter, auf allen ME-Platten ist gerade Platz. Alle sind grün. Unglaublich, das ändern wir mal schnell, oder? Bist ein Vogel. Ach, weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Was wir vielleicht mal kurz am Ende der Folge machen könnten. Was? Wir haben ja jetzt hier noch jede Menge Cobblestone und so, was ordentlich blockiert im AE. Ja. Warum machen wir dafür nicht eine Deep Storage Unit? Weil ich nicht weiß, was das ist. Das ist was richtig Geiles. Das ist quasi, ich sag mal, ein Barrel. Da ist unendlich Platz drin. Da passen 3 Milliarden, glaube ich, drin. So, oder so ein Dreh. Auf jeden Fall Milliarden Items passen da rein von einem Typ. Ist halt Okay. dementsprechend auch ein bisschen teurer. Halt 4 Reinforced. Sammelt schnell, wie heißen die Teile nochmal? Strongboxen und ein Tesseract Frame. Einen vollen. Kriegst du 4 raus. Dachte schon, du sagst jetzt Nein, 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 das. Iridium Plate. Nein, 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 das ist von Mine Factory Reloaded. Hat damit nichts zu tun. Ah, okay. Weil hättest du jetzt so eine Plate erwähnt, hätte ich getötet, ne? Weiß, wie scheiße die zu craften sind. Ja. Hey, ich hatte einen Herzcontainer gefunden. Wo war er? In der Kiste, wo alles drin gesammelt wird. Warum auch Haben immer. wir Neues. Oh ja, yeah, 32 Leben. Müssen wir, glaube ich, gleich mal runterschreddern, ne? Nicht Reinforced Glass wollte ich machen, Blast Glass, Hardened Glass, das war Obsidian Dust und Lead, okay. Ich mach mal gerade ein bisschen Hardened Glass, ne?
Okay. Hat eine schlechte Nachricht. Und die wäre? Muss jetzt weg. Ah, nur für 5 Minuten oder so. Ja, okay. Ich mache dann, glaube ich, die Aufnahme so lange weiter, danach bin ich mal einen Moment alleine an der Backe. Ja. Ja, okay. Dann mal viel Spaß, ne? Jo. So. Wie gesagt, dann habt ihr mich jetzt mal ganz kurz alleine an der Backe. So, wat, wo ist jetzt hier das Problem? Ach, der braucht 8. Okay. Gut, dann kriegt er 8. Wie weit ist das hier? Kann man wieder nachfüllen? Jo. Hier wird man schließlich auch schon mal nachfüllen können. Ja, das sieht auch gut aus. Wann kann ich schon mal ganz kurz erwähnen? Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, aber ich würde vielleicht gerne mal wissen. Was wollt ihr jetzt wirklich mal in Projekten sehen? Also ich bitte euch jetzt wirklich mal, meine Zuschauer, schreibt mal in die Kommentare. Weil ich bin momentan in so einer kleinen Nachdenkphase, ob ich weitermachen soll mit Project RWT oder nicht, weil irgendwann wird das Projekt dann ja auch mal zu Ende gehen. Ist ja auch kein Endlos-Projekt. Sieht zwar momentan so aus, ist es aber nicht. Wir sind auch schon so ein bisschen am Diskutieren und wann wir jetzt die Staffel mal beenden sollen. Und da frage ich euch jetzt, was wollt ihr sehen? Wollt ihr weiterhin das Project RWT sehen oder ein anderes Modpack oder mal eine ganz andere Richtung wie Hexit oder sowas? Mit solchen Sachen wie Skyrim und so würde ich auch noch gerne irgendwann mal machen. Bloß, da muss ich mal ganz genau reinlesen, wie das jetzt hier geht mit den ganzen Lizenzen und so. Weil das ist ja für mich jetzt alles wirklich noch Neuland. Und ich habe ja auch schon erfahren von einigen, dass, ich sag mal, das Project RWT nicht ausgelutscht ist, sondern dass es nach einer Zeit mal langweilig wird. Und ich habe jetzt auch ja langsam auch mal eine kleine Community bekommen. Sie ist zwar noch klein, ich habe jetzt momentan, also heute ist der 30.07., wo wir das aufnehmen, und wenn ich mich recht erinnere, habe ich momentan 43 Abonnenten. Bin bei den um die 2500 Aufrufe. Das ist ganz ehrlich, ich finde das echt hier herausragend. Dafür, dass ich wirklich so klein angefangen habe, weil einige wissen das ja, hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich hatte damals ja schon mal angefangen mit YouTube, bloß das war eine totale Katastrophe. Machen wir mal so kurz das Handgelenk nochmal. Weil ich drück's mal so aus: 12-jähriges Kitty. Ja, und da wir alle diese Kiddies auf YouTube lieben, ich weiß, ich war damals auch eins, die denken sich nur, oh cool, Let's Play, will auch. Habe ich das gemacht und ich hatte so einen beschissenen PC, das lief so katastrophal. Also Aufnahmen hatte ich zwar, sie haben nicht geleckt, also das ist schon mal vorne war weg. Geleckt hatte es gar nicht. Das war ein aber kein Ethereum mehr. Gut. Ja, auf jeden Fall, es hat halt bei mir nicht geleckt oder so. Das Problem war einfach nur, ich hatte kein Ingame-Sound, man hat nur meine Stimme gehört. Ich hatte teilweise so gut wie gar nicht geredet, weil ich halt einfach zu schüchtern war. Was man, glaube ich, mit 12 dann auch noch verstehen kann, bis ich dann später auch mal gemerkt habe, dass ich das noch nicht, dass es so früh war. Ja. Und ich meine, heutzutage rede ich ja jetzt eindeutig schon mehr. Ich meine, hört man jetzt auch gerade bei mir, ich bin jetzt schon dauerhaft am Reden gerade. Können zwar immer noch mehr sein, aber man lernt halt dazu. Und ich wusste auch gar nicht, was ich halt damals so großartig sagen sollte. Ich war da wirklich so dabei. Ja, okay, ich spiele Minecraft. Meine Häuser sahen zwar damals ziemlich beschissen aus, okay, ich gebe zu, heute sehen sie teilweise auch nicht viel besser aus, aber besser als damals. Oh. Wir brauchen noch Pyrotheum Dust. Nein, Pyrotheum Dust ist da.
Weil früher hatte ich wirklich nur komplett mit Holz gebaut und ja. Also, wir kennen ja auch schon diese tollen Häuser, die wirklich aus Komplettholz sind, also wirklich nicht hier noch Holzblöcke, sondern wirklich nur reine Planken. Und das sah katastrophal aus. Und wenn ich mir das jetzt heute mal so anschaue, was wir hier alles gemacht haben, ich weiß auch, wie damals hier ganz am Anfang hier unsere allererste Hütte stand. Da war hier noch ein ganzer Berg und alles, als ich noch hier und hier. Was wir daraus gemacht haben, das wäre hier noch ringsherum so ein kleines Tal. Was ist heute hier raus geworden? Ich wechsle jetzt gerade schon so ein bisschen Erinnerung, muss ich zugeben. Hier haben wir ein kleines Haus. So ein kleines, moderneres Haus. Mit einer schnicken Einbauküche. Hier mit einer Mikrowelle. Genug zu essen. Boah, wie wir damals uns nur von den Bären ernährt haben. Und dann hier eine kleine Leseecke. Hier weiß ich noch nicht, was hinkommen soll. Das Zimmer von Crazy und nie. Wieso ist ein Pferd? Ich frage jetzt gar nicht. Ich will es nicht wissen. Dann hier ein Swimmingpool. Hier eine kleine Terrasse. Und dann hier so ein kleiner Garten mit Efeu bewachsen. Oh, hier unsere allererste Mechanismenergie. Die allererste Windturbine, die wir hatten. Wie wir darauf abgegangen sind und dann später der ganze Windpark hier entstanden ist. Oh, das ist so schön. Der Miner, der uns so viel Erz produziert hat, wo wir ja erstmal alles nur mit dem Krabby farmen wollten. Und jetzt? Wir haben irgendwie zwei Miner dauerhaft laufen. Das ist einfach nur. Entschuldigung. Oder hier hinten die Wüste. Ich weiß nicht, ob sich da noch einige daran erinnern. Das ist zwar jetzt noch ein bisschen später her. Ist auch nicht so lange her. Hier hinten. Wo ist es? Ich glaube, hier war das, oder? Ja, hier irgendwo muss es gewesen sein. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Boah, wie ich mich hieran noch erinnern kann. Hier hatten Crazy und ich den Wizard beschworen. Das war auch so eine Chaosaufnahme. Da hat man vielleicht bemerkt, dass ich es gecuttet hatte. Und zwar hatten wir hier so einen kleinen Tempel aufgebaut. Und man weiß, für die, die es nicht wissen, man kann den Wizard auch über einen Pisten spawnen. Das heißt, den quasi zusammenbauen lassen. Aber bei uns hatte das nicht geklappt. Und ich hatte dann einfach nur ganz kurz, als wir den Hegel umgelegt hatten. Ist nichts passiert. Was sage ich so crazy? Okay, wir machen es anders. Ich habe gerade ganz kurz gecuttet, wenn ich sage, was ist denn jetzt hier los? Baust du den Wizard zusammen? Da hatte ich mich so versucht hinzustellen, dass es genau realistisch aussah und ich habe sowas von verkackt. Das ist unglaublich. Was ist das hier? Ich will es irgendwie nicht wissen. Oh, und der Nessa ist da. Wir hatten uns so sehr darauf gefreut, dass wir endlich mal einen hatten und wir wussten nicht, was wir machen sollten.